war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit eine Tänzerin namens Sophia. Sie lebte in einem kleinen Städtchen namens Hannover, doch man sprach von ihr im ganzen Land. So kam es, dass selbst Könige aus fernen Ländern Sophia einluden, an ihren Höfen zu tanzen. Prunkvoll die fremden Paläste auch waren, der Geist ihrer Heimatstadt zog sie stets wieder zurück nach Hause. Doch die goldenen Jahre vergingen. Sophias Herz wurde von Tag zu Tag schwerer. Der böse Zauberer Thaddäus Drache versuchte, die Herrschaft in Hannover zu übernehmen und brachte unendliches Leid über die Stadt. Hannover erschien ihr kalt und grau. Nicht einmal das Tanzen vermochte sie noch zu trösten. Und so begab es sich, dass Sophia den Entschluss fasste, dem Tanzen den Rücken zu kehren und ihre Heimatstadt zu verlassen. Es war ein 23. Dezember, der Tag vor Weihnachten, an dem Sophia ihren Tanzschülern diesen Entschluss mitteilte. So groß war ihr Wunsch nach einem neuen Glück. Die Enttäuschung ihrer Schüler war groß. Tanzen ohne Sophia? Das konnten sie sich nicht vorstellen. Doch Sophia blieb bei ihrer Entscheidung und verabschiedete sich, ohne an ein Wiedersehen zu glauben. Nur noch eine Stunde trennte Sophia von Heiligabend, den Tag, an dem sie Hannover verlassen würde. Plötzlich, ein lauter Knall. Sophia öffnete erschrocken die Augen. Vor ihr stand die Hannover-Fee, die Wächterin der Glückseligkeit. Thank you.
Die Hannover-Fee bat Sophia, ihre Heimat nicht zu verlassen und ihren Traum vom Tanzen nicht aufzugeben. Und so trafen Sophia und die Fee eine Übereinkunft. Eine letzte Reise durch die Stadt. So hatte Sophia bis Mitternacht die Liebe zu ihrer Heimat und dem Tanzen nicht wiederfinden, würde sie Sophia ziehen lassen. So versprach es die Hannover-Fee. Widerwillig folgte Sophia der Hannover-Fee in die Stadt hinein. Und so liefen die beiden durch Hannover, bis sie den Märchenwald erreichten. Fragte Sophia. Seh her, sagte die Hannover-Fee und schwang ihren Zauberstab. Hier kommt die Wahrheit, die ganze Wahrheit über die sieben Zwerge. Die sieben ist als Zahl genial. Trotz aller Mühe konnte die fröhliche Tanzanlage der sieben Zwerge Sophia nicht begeistern. Und so verließen die Fee und Sophia den Märchenwald. Einen Wald voller Überraschung. Sie folgten der Straße, bis sie ein wunderschönes Schloss erreichten, in dem die Prinzessin Anastasia gefangen gehalten wurde. Doch Rettung war nah. Thank you.
Nicht einmal die Magie der Liebe vermochte es, Sophia ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sichtlich enttäuscht verließen sie das Schloss und zogen weiter auf ihrer Reise durch Hannover. Der Märchensee lag still und grau zu Sophias Füßen. Ratlos fragte sich Sophia, wie dieser Anblick sie nur trösten solle. Der See steckt voller Abenteuer, sagte die Fee. Man muss nur genau hinsehen. Beeindruckt von der Abenteuerlust und Leidenschaft der Piraten, begann Sophia langsam den Sinn ihrer Reise zu verstehen. Gemeinsam spazierten sie durch die schönen Gassen, bis sie das Zauberschloss erreichten. Seid ihr gespannt, was nun passiert? Sophia konnte es kaum erwarten. Was würde der Feenzauber wohl diesmal zum Vorschein bringen? Und da erschienen vier wunderschöne Schwäne, an Eleganz kaum zu übertreffen. Anmutig tanzten sie ihren Schwanenreigen. Sophia klatschte begeistert Applaus. Doch während sie die Erlebnisse der letzten Stunden Revue passieren ließ, trübte ein Gedanke ihre Stimmung. Das Leben in Hannover könnte so schön sein. Wäre da nicht der böse Zauberer Thaddäus Drache?
Thaddäus hatte sich mit seinen Gefolgsleuten in der Düsterburg verschanzt und brachte Unheil über die Bewohner Hannovers. Betrübt erzählte sie der Hannoverfee über ihre Sorgen. Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen, antwortete die Fee. Was meinst du damit? Fragte Sophia. Komm mit, es ist Zeit, etwas zu ändern. Sophias Herz klopfte. Noch nie war sie der Düsterburg so nahe gekommen. Und da waren sie, die bösen Gefolgsleute von Thaddäus Drache. Nimm meinen Stab, Sophia. Hab keine Angst. Versuch es selber. Tatsächlich, Sophia hat es geschafft. Seht nur, so böse scheinen Thaddäus Gefolgsleute nicht mehr zu sein. So glücklich war Sophia schon lange nicht mehr.
Beschwingt lief sie durch die schönen Gärten und schaute, was sich hinter den hohen Hecken an Zauber versteckte. Danke, liebe Hannoverfee. Ich habe verstanden, was du mir zeigen wolltest. Können wir nun nach Hause gehen? Fragte Sophia. Noch nicht ganz, sagte die Fee. Komm mit, wir wärmen uns etwas auf. Was würde wohl passieren, wenn ich jetzt zaubere? Fragte sich Sophia. Den brauchst du nicht mehr, sagte die Hannoverfee. Geh und tanz. Und endlich wusste Sophia wieder, wofür ihr Herz schlug. Celebration. I finally figured out. Yeah, yeah.
wenn sie nicht gestorben sind, dann tanzen sie noch heute.